Hiermit begrüße ich euch zu einer neuen Folge Deus Ex Human Revolution. In der letzten Folge habe ich sie ja schon angeteasert und leider auch gezeigt, aber jetzt lesen wir sie gemeinsam vor. Und zwar Seraph Industries für ein besseres Morgen. Wie sind wir so weit gekommen? David Seraph hatte einen Traum. Er träumte davon, eines Tages eine Technologie zu entwickeln, die die Welt verändert. Und er träumte davon, dass sein Unternehmen den Schmelztiegel dieser Veränderung sein würde. 2007 öffnete Seraph Industries in Detroit seine Tore und verhalf der Stadt durch die Ansiedlung einer zukunftsträchtigen Industrie eine neue Blüte. Seraphs Forschungen und Entwicklungen im Augmentierungssektor sind Sinnbild des menschlichen Strebens nach einer besseren Zukunft. Der als Freigeist und Querdenker bekannte Firmengründer hat eine Gruppe gleichgesinnter Wissenschaftler um sich geschart, die sich, wie David selbst, nicht mit der Philosophie führender Unternehmen identifizieren konnten oder wollten. Heute, 20 Jahre später, steht Seraph Industries für Originalität und Innovationen in der Wissenschaft und Wirtschaft. Okay. Also hat er die Menschheit vorangebracht. Human Revolution, wie es vielleicht der Titel auch schon erahnen lässt. Hat die Motor City eine Zukunft? Das haben wir schon gelesen. Zeitung von heute. Haben wir durch. Der Fenster war auch uninteressant. Das Problem ist jetzt, hier in diesem Meeting Room gibt es keinen Schacht, wo wir nach oben kommen könnten. Ich will die Leute auf jeden Fall noch retten. Aber vielleicht finden wir noch einen Schacht, der uns zu den Hostages führt. Burn in Hell. Ja, da hätte ich jetzt eigentlich nicht so Lust drauf. Ja, okay. Dann würde ich sagen, hier müssen wir wieder hacken. Code habe ich jetzt keinen gefunden. Dann legen wir mal los. 5 Versuche, hacken wir. Okay. Übernehmen. Okay, übernehmen. Wurden gefunden. Oh, versuchen uns schon zu finden. Ja, wir sind natürlich Profi-Hacker. Schaffen das. Ja. Jetzt verstehe ich das System auch. Vor diesem... ich bin gerade nicht sicher, ob man meine Maus sieht, aber rechts vor dem Auswahl oder vor dem Fenster, wo wir bestätigen können, da strömt anscheinend dann alles aus und versucht uns quasi, ja, versucht das System uns in die Schranken zu weisen. Puh, hier wird wieder dekontaminiert. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich nochmal zurückkomme, weil ich ja eigentlich die Leute retten wollte. Ah, okay. Ja, wir kommen zurück. Oh, was ist da los? Okay, sie zerstören einfach nur alles. So, jetzt mal. Oh, ist das davon ein Sieg? Nein. Gut. Jetzt haben wir erstmal die Hostages Priorität. Und wenn wir die haben, können wir weiterverfahren. Ich will sie wenigstens mehr oder weniger befreien. Ich glaube, nur dann gilt es, als hätte ich sie befreit. Da ist eine Tür. Können wir das verschieben? Ja, ich glaube nicht. Sind wir zu schwach dafür? Bräuchten wir eine Augmentierung oder sonstiges? Ja gut, dann gucken wir mal. Können die uns hier oben sehen, wenn wir stehen? Ich hoffe nicht. Also da laufen 2 rum. Da vorne war noch irgendwo eine. Ja, da vorne patrouilliert eine. Links und rechts von den 2 Gängen da. Und eine in der Mitte. Das heißt, wenn wir außen lang gehen, dürfte ja alles gut sein. Ja, dann testen wir es doch gleich mal aus. Ist wieder die Tür zu. Vielleicht können wir die Hostages in diesem Run auch gar nicht retten. Da bin ich mir auch nicht so sicher. Vielleicht geht es nur in diesem New Game Plus Modus. Vielleicht können wir es aber doch retten und ich finde einfach den Eingang nicht. Das wäre natürlich sehr schade.
Aber so ist es nun mal. Ah, bitte nicht umdrehen, danke. Komme ich hier irgendwie rein? Nee. Aber das sieht doch hier aus. Jetzt könnte ich mich hier drüber schleichen, ja. Jetzt warte ich, bis der Typ da vorbeigelaufen ist. Und dann schreite ich mal voran. Perfekt. Hier ist noch eine Tür. Da gucken wir mal ganz schnell rein. Weil je. Oh. Kann ich die Tür bitte zumachen? Nein? Gut, dann bleibt sie offen. Okay, die geht von alleine zu. Ich hoffe, der sieht uns jetzt nicht. Vielleicht ist das der Weg, um die Geiseln zu retten. Oh, Servus, hä? Okay. Das kommt davon, wenn du nicht aufpasst. Immer diese Tagträume hier im Job. Kann ich ja gar nicht leiden. Oh. Kommen wir mal hier mit. Leg dich mal dahin. Ist so viel bequemer. So, oh, die Waffe. Nehme ich natürlich auch noch mit. Ach, gut, da haben wir schon mal hier den Lüftungsschacht gefunden. Dann gibt es hier noch ein paar Splittergranate. Okay. Munition. Naja. Dann auf zu den Geißeln. So. Ich denke, ich würde wahrscheinlich die Bombe disarmen müssen. Also. Bin ich hier denn richtig? Ups, nein, das wollte ich nicht. Wegen Kiste. Ah, sieh mal einer an. Wenn man aufmerksam spielt, hätte man das früher gefunden. Oh, war ich hier noch nicht? Moment. Ah, Etzer, meine Güte. Das war quasi eine Abkürzung, um an denen alle vorbeizukommen. Ja gut, das ist ja dann nicht schlecht. Bin ich aber nicht aufmerksam genug. Jetzt dachte ich schon, ich kann die Geißeln retten. Dann habe ich wahrscheinlich den Weg für die Geißeln auch einfach übersehen. Aber den ganzen Weg zurücklaufen will ich jetzt auch nicht mehr. Das ist eine Zwickmühle. Naja, die Geißeln. Das SWAT-Team wird sie schon retten, wenn wir erfolgreich sind. Hoffe ich doch zumindest. Okay. Typ dreht seine Runden. Können wir in Ruhe laufen? Wir uns beeilen, schaffen wir es wahrscheinlich. Ja, gut. Oh, was ist das? Schmerzmittel, ist immer gut. Und. Oh, ganz schnell ein Aufzug rein. Einer hat es gesehen. Alles gut. So. Oh, vielleicht sollten wir uns verstecken. Aber wir können uns gar nicht verstecken. Augmentierungen. Wollen wir mal nachgucken. In order to unlock new abilities or augmentations, you must first gain experience in the form of XP points. You will receive these points when completing main objectives, side quests, or through special bonuses, like completing a mission without being detected. Once you've accumulated enough XP points, you will receive a Praxis point. These points are used to unlock upgrades to existing augmentations and to unlock entirely new augmentations. Praxis kits, which can be found through exploration or purchased in limb clinics, will also give you instant Praxis points. To unlock an augmentation or upgrade, simply select it in the augmentation screen, check the cost and, if you have enough Praxis points, activate it. Okay, gut. Ich bin ja gespannt, ob DSX hier auch, also Human Revolution, ach, da ist ja das Praxis-Kit, ob es auch so Großraum, also auch so offen ist, quasi wie die anderen Teile, dass man quasi frei rumlaufen kann, mehr oder weniger. Wir haben jetzt einen Punkt, einen Praxispunkt, und den würde ich vielleicht sogar gerne irgendwo ausgeben. Typhoon-Sprengsystem. Ach, das war das System, dass man nicht so weit zurückgeschlagen wird bei Granaten oder sowas, wie wir in der ersten Folge gesehen haben. Ja, in der zweiten meine ich natürlich. Gesundheitssystem, Energieumwandler.
Schleichoptimiere wäre vielleicht auch eine ganz interessante Idee. Smart Vision. Das Röntgen. Das wäre auch eine coole Sache. Oder kinetische Beinprothesen, da sind wir natürlich leiser. Aber Smart Vision hätte ich schon ganz gern. Kosten für Aktivierung? 2. Das ist aber auch schon sehr teuer. Dann nehme ich... Ach, Kosten für Aktivierung ist überall 2, oder wie? Ja, dann kaufe ich mir die Smart... Ach, jetzt, meine Güte. Ich muss 2 Punkte zahlen, um es aktivieren zu können. Schleichoptimierer. Verwendung zeigt tarnungsrelevante Informationen wie Sichtfelder sowie die letzten bekannten Positionen an und ermöglicht die Markierung und Verfolgung von Zielen aus der Distanz. Da können wir uns alles einfach nicht leisten. Ja, dann lassen wir das mal sein mit den Augmentierungen. Und machen das später, wenn wir 2 Punkte haben. Da ist ein fortgeschrittenes Hacken. Tab halten. Some of the obstacles that can be circumvented by hacking include turrets, cameras and robots. All you need to do is find a security hub controlling these obstacles and hack it. Capture and fortify programs are your main hacking tools. You can upgrade their rating. Okay, danke. Das reicht. Im Prinzip wollten die uns jetzt nur sagen, da kommt gleich eine Turret und wir müssen davon in diesen Raum hier rein, um sie zu hacken. Aber können wir da drüber springen? Ups. Ups, jetzt hat sie uns gesehen. Jetzt warten wir mal, bis der Alarm weg ist und dann springen wir mal rüber. Alles klar. Sehr easy. So, bitte aufmachen. Dankeschön. Ah, was ich noch sagen wollte, mich stört es eigentlich immer ein bisschen, dass die Tutorials so lange sind. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob ich mir die anhören soll oder einfach skippen soll und vielleicht später für mich anhören soll. Das wäre vielleicht ganz interessant zu wissen. Je nachdem, wie ihr es wollt, höre ich sie entweder ganz an oder lasse sie weg und höre sie mir selber später an. Weil die halten das Spiel schon ein bisschen auf, finde ich. Für Wissen, was eigentlich jetzt nur relevant ist für mich als Spieler. Also, für euch könnte es ja egal sein, quasi, ob ich jetzt W oder A drücken muss, um irgendwas zu machen. So, jetzt müssen wir diesen Rechner hacken. Aber das passiert in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen.